Ich bin heute ein kleines bisschen im Chill-Modus, weil der Tag einfach mega anstrengend war. Und ich will jetzt nicht lange rumheulen, sondern das soll jetzt eher so ein Video werden, wo ich so wenig wie möglich rausschneiden muss, wo ich so schnell wie möglich das Video auch raushauen kann. Und mein Bro wird mich heute unterstützen, Mr. Hanky. Oder? Mr. Hanky ist ein guter Name für dich, oder? Close enough, würde ich sagen. Also, einen wunderschönen guten Abend, beziehungsweise guten Morgen oder wann auch immer ich dieses Video hochladen werde. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt gerade bei mir super spät. Wie immer, wenn ich Videos mache. Perfekter Einsatz der Musik. Muss ich auch nichts schneiden. Also, heute wird es in diesem Video einfach nur ein bisschen Real Talk oder Beard Talk oder wie auch immer ihr das nennen wollt, geben. Ich werde darüber ein bisschen erzählen, was auf meinem Kanal passiert ist in der Vergangenheit. Ich werde darüber reden, was in der Zukunft passieren wird. Ich komme auf ein paar Beef-Geschichten zu sprechen, bei denen es Updates gibt. Dann gebe ich so eine kleine Prognose auf das Jahr 2018. Ein paar kleine Einblicke, nicht zu viel, aber ein paar kleine Einblicke über die Konzepte, die in nächster Zukunft geplant sind auf dem Kanal. Und zu guter Letzt, es gibt eine Möglichkeit, dass ihr die Chance habt, mit mir ein bisschen näher in Kontakt zu treten. Aber bevor wir jetzt zu allem im Detail kommen, Mr. Henke hat recht. Das Intro fehlt. Ich starte jetzt mal der Reihenfolge nach. Im August gab es den 87-Stunden-Stream, der eigentlich als 72-Stunden-Stream angesetzt war. Mega coole Aktion und ich habe euch danach ein paar Sachen versprochen. Zuerst habe ich euch versprochen, dass es eine Spendenquittung davon geben wird. Die gibt es auch, die habe ich auch bekommen. Also alle, die das noch sehen möchten oder die das für ihre Unterlagen brauchen oder keine Ahnung, die ja auch gespendet haben, ist euer gutes Recht. Ihr müsst mir das nur sagen, ne? Ich habe auf Nachrichten gewartet von euch. Ich bin verblüfft, dass mir wirklich alle vertrauen, weil nicht einer von euch die Spendenquittung sehen wollte. Wenn ihr das aber dennoch wollt, obwohl ich das Video gemacht habe und das eigentlich schon transparent genug war, wahrscheinlich für die meisten, ihr könnt das immer noch einfordern und ich kann euch gerne eine Kopie davon schicken. Als nächstes habe ich euch versprochen, dass es aus diesem Stream Highlights geben wird. Die wollte ich unbedingt auch rausschneiden. Das Problem ist aber, es waren fast 90 Stunden und da alle Highlights rauszuklippen ist saumäßig Arbeit. Das dauert Wochen, glaube ich, bis man da jedes coole Highlight irgendwie draus hat. Das Problem ist nur, ich habe mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen und auf Twitch, weil auf YouTube war die Datei einfach zu groß, um dass es in meiner Bibliothek erschienen ist. Deswegen konnte ich es nicht runterladen und ich meine, 90 Stunden Material kann ich sowieso nicht runterladen. Ich habe das Material nur bei Twitch gehabt und das war nach ungefähr 2 Monaten einfach weg. Und das liegt daran, dass bei Twitch die Videos nicht alle gespeichert werden, sondern nur eine Zeit lang und man die bis dahin mal runterziehen sollte. Habe ich leider verpennt. Jetzt sind die Videos weg. Ich habe den Twitch-Support geschrieben, weil einige unter euch mir dazu geraten haben. Ich bin da auf jeden Fall dran. Die haben mir geschrieben, dass die das Problem überprüfen und mir sagen, was man machen kann. Zudem gab es ja auch noch ein paar Giveaways als Dankeschön an euch. Und da rede ich von 2 Hoodies, die ich rausgeben wollte und ein Schwert. Das erste Problem ist, der Kerl, der das Schwert gewonnen hat, der hat leider nicht darauf geantwortet, weil ich ja seine Adresse brauchte. Jetzt habe ich lang genug gewartet und jetzt wird das Schwert nochmal neu verlost. Sodass ich da nochmal abchecke, wer von euch wirklich Interesse an dem Schwert hatte. Und das Ganze wird dann einfach nochmal neu ausgelost. Was die 2 Pullover angeht, einen davon habe ich noch nicht verlost, das habe ich einfach verpennt. Das geht überhaupt nicht, da muss ich echt ehrlich sein, das geht gar nicht, das wird auf jeden Fall noch gemacht. Und der andere Pulli, auch da habe ich leider noch auf eine Rückmeldung gewartet. Und auch der Takamoto hat sich plötzlich nicht mehr gemeldet, kommentiert nichts mehr, kommt nicht mehr in den Livestream und er meldet sich einfach nicht mehr und ist nirgendwo erreichbar, liest meine Nachrichten auch nicht. Ziemlich komische Story. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmes passiert, aber ich würde gerne noch eine Rückmeldung bekommen. So, Taku, wenn du das irgendwann hörst, liest, sag mir mal bitte Bescheid. Dein Pulli werde ich hier aufbewahren und hoffen, dass du dich noch meldest und mir noch sagst, okay, den willst du immer noch haben. Im gleichen Zug geht es auch ein bisschen um mein Merchandise. Da habe ich ja lange versprochen, hey Leute, ihr werdet Bescheid bekommen, wenn ich außer diesen 2 Pullovern, die ich schon habe, noch was weiteres mit ins Sortiment nehme. Ich
versuche seit Monaten, jemanden, der mir das Logo fertig macht, für die Cappies ein bisschen Druck zu machen, aber die Person lässt sich ein kleines bisschen schleifen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da sie mir aber sehr nahe steht, mir sehr wichtig ist und ich ja auch nicht extrem Druck machen möchte und hoffe, dass das Logo, was ich auf meinen Caps haben will, dann irgendwann fertig ist und ich dann endlich meine Beard Bro Caps an den Mann bzw. die Frau bringen kann. Nach wie vor, wer aber Interesse hat an den zwei Hoodies, die schon da sind, schreibt mir einfach per PN auf Facebook, auf Insta, gerne auch bei YouTube unter den Kommentaren. Schreibt mir einfach und wir schauen mal, was wir machen können. In der nächsten Geschichte geht es um den YouTube-Beef. Einmal geht es hierbei um unseren liebreizenden Bartmann, welcher sich bis dato noch nicht auf meine Antwort auf seine Drohung gemeldet hat, weshalb ich jetzt einfach mal davon ausgehen muss, dass das Video so übertrieben krass war, dass ihm einfach die Argumente und die Worte fehlen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Ich schätze, dass er irgendwann in den nächsten Monaten wieder einmal was von sich hören lässt, wenn er merkt, was mein Kanal so Ende 2017, Anfang 2018 für Aufmerksamkeit auf sich zieht und er sich da bestimmt nochmal so ein bisschen ins Bild drängen möchte. In diesem Zusammenhang habe ich ja eigentlich auch versprochen, dass es noch eine zweite Ansage gibt an ein paar weitere Jungs, die wiederum meinen Namen irgendwie versucht haben, für sich zum Vorteil zu nutzen. Ich sag's mal so, ehrlich gesagt hat mich das Thema ein bisschen müde gemacht und nach den ganzen unschönen bis extrem unsachlich beleidigenden Inhalten habe ich irgendwann mir gedacht, so muss man das jetzt noch thematisieren, muss man der Sache jetzt noch eine übelste Plattform geben. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass einer dieser Jungs bzw. einer von denen aus den ganzen Kommentaren, die da so auf Facebook hin und her geschrieben wurden, so ein bisschen eingelenkt hat, so ein bisschen versucht Größe zu zeigen, so ein bisschen versucht hat, respektvoller mit mir umzugehen, bin ich der Letzte, der dann sagt, okay, ich muss jetzt die Leute da bloßstellen oder ich muss die noch so ein bisschen an den Pranger schieben oder im Endeffekt, ja, bringt uns jetzt auch nicht mehr so viel. Das war eine witzige Sache, ich hätte jetzt gedacht, so das Video, das wäre bestimmt auch witzig geworden, aber im Endeffekt meine ich das ja auch alles nicht todernst, ich ziehe das ja alles ein bisschen ins Lächerliche, genauso war das mit dem Bartmann auch. So, meinetwegen würde ich mit dem auch mal ein Bier trinken gehen, wenn er mir dann nicht seine Anwälte auf den Hals setzt, weil das Bier zu teuer war so, aber nein, Spaß. Ich bin sowieso davon überzeugt, dass man eigentlich mit kaum einem Menschen wirklich Beef haben muss, dass man sich immer irgendwie auf einer Ebene treffen kann, wo man sachlich und korrekt und fair zueinander ist. Deshalb bin ich nicht so ein Typ, der daraus jahrelang ein übelstes Thema machen muss. Und ich denke auch, dass nicht jeder alles immer so tot ernst nehmen muss. Mann, das Leben ist viel zu kurz, Leute. Regt euch nicht wegen irgendeinem Scheiß auf. Regt euch nicht wegen anderen Leuten auf. Schaut auf euer eigenes Leben. Guckt, was ihr einfach verbessern könnt. Investiert die Zeit, die ihr rumhatet bei irgendwelchen Leuten, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Lieber darin, ein bisschen was aus eurem Leben zu machen. So. Die Zeit und Nerven vielleicht in Leute zu stecken, mit denen ihr euch identifizieren könnt. Wer jetzt die ganze Zeit nur Bahnhof verstanden hat und sich denkt, was ist denn da passiert? Was meint denn der jetzt überhaupt? Ich dachte, da ist nur dieser Beef mit diesem Bartmann. Die Leute müssen sich einfach nur ein kleines bisschen auf Facebook umschauen auf meinen Seiten und werden dann auch merken, okay, das und das ist passiert und es ist nur halb so spektakulär, wie es jetzt klang. Also macht euch da nicht so einen harten, Leute. Nichtsdestotrotz hat mich der ganze Beef um irgendwelche Namen, um irgendwelche Marken, um irgendwelche Ideen von anderen, hat mich wirklich ein bisschen dazu motiviert, dennoch das Ganze mal in die Hand zu nehmen und das zu tun, was längst überfällig war, und zwar meinen Namen schützen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe ein kleines bisschen mehr als lila Schein springen lassen müssen, um meinen Namen schützen zu lassen. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass ich Beef mit irgendwelchen Jungs habe, die ich nicht kenne. Und auch nicht wegen dem Bartmann, aber trotzdem hat mich das Ganze so ein bisschen daran erinnert, was passiert denn, wenn später wirklich mal irgendjemand, der zu viel Kohle hat und zu viel Zeit und einfach nur um jemanden anzupissen, der sich mit dem Namen, wie ich einfach, was aufgebaut hat, den Namen für sich schützen lässt und ich dann am Arsch bin, weil ich ja auch Merchandise verkaufe, was ja dann schon eine Art Geschäft ist, habe ich das zum Anlass genommen, meine Marke Beardbro TV tatsächlich schützen zu lassen. Und das Ding ist durch. Ich habe Bestätigung bekommen, deswegen kann ich jetzt auch darüber reden. Und ich habe jetzt den offiziell geschützten Namen Beardbro TV. Irgendwie ist das schon ein bisschen cool. So, klar dachte ich am Anfang, boah, das ist schon eine Stange Kohle, da könntest du eigentlich auch mal wieder einen coolen Roadtrip davon machen. So. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist einfach die beste Investition, die man sich für den Channel vorstellen kann. Und dann komme ich jetzt zu dem Punkt, was in Zukunft auf uns bzw. euch zukommt. Ich werde ein lange tot geglaubtes Format auf meinem Kanal wieder ins Leben rufen und das ist
Chatroulette bzw. Chatrandom. Ich bin noch nicht ganz so sicher, auf welche Plattform ich überspringe, weil das ursprüngliche Chatroulette, auf welchen ich immer mal so ein paar Videos gebracht habe, das gibt es irgendwie nicht mehr. Jetzt gibt es chatroulette.de oder irgendwie sowas und Chatrandom. Und auf eine ganz andere coole Idee bin ich in dem Zusammenhang auch noch gekommen, indem ich einfach auf Instagram sowieso immer jeden Tag poste, was ich gerade mache, bzw. in meine Story haue, was vielleicht als nächstes kommt oder einfach nur ein paar kleine Teaserbilder oder Videos. Da kann ich euch in Zukunft immer genau an dem Tag, wo ich Chatroulette starte, Bescheid geben und ihr könnt das einschalten und könnt mich sogar unterwegs treffen und einfach mal mit mir eine Runde talken. Dann gibt es eine große Änderung auf meinem Kanal. Ich habe ja das Zocken fast ausschließlich über Livestreams gemacht. Und da ist die Zuschauerschaft relativ gering, weil ich ein Typ bin, der nicht unbedingt regelmäßig und auch nicht mehr nach Plan. Ich hatte früher mal einen Streamplan, den ich auch einhalten konnte und per Photoshop immer so cool bearbeitet habe und hochgeladen und alle wussten, okay, das und das wird nächste Woche passieren. Das ist mega aufwendig und man muss die Zeit natürlich einhalten können. Das kann ich nicht, weil ich YouTube nebenbei mit den ganzen Offline-Videos und meiner Arbeit und die Personal Trainings, die ich noch nebenbei gebe mit anderen Leuten und mich mit Freunden treffe und noch andere Konzepte plane und noch selbst irgendwann essen und schlafen möchte, habe ich mir einfach gedacht, ich muss ein bisschen was ändern und ich werde die Livestreams ein bisschen runterschrauben. Ich werde nicht ganz damit aufhören, aber es wird sich auf ein Minimum beschränken. Ich werde ab sofort auch mehr Let's Plays auf meinem Kanal machen. Das heißt, 30 Minuten bis eine Stunde Videos hochladen, je nach Spiel und je nach Inhalt des Spiels. Der Vorteil ist einfach, die Qualität ist besser. Es erreicht mehr Leute, weil immer wenn ich streame und das ist spontan, dann sind natürlich auch nicht so viele Leute da, als wenn man das hier ein halbes Jahr im Voraus geplant hat und alle wissen, das wird dann und dann passieren. Und das Video ist nicht irgendwann weg, sondern das ist einfach immer da und es ist natürlich auch ein bisschen spannender und komprimierter. Dann plane ich in Zukunft endlich mal eine ausgiebige Roomtour zu machen, weil es ein paar von euch gab, die sich das immer gewünscht haben. Und ich glaube, ich bin dann langsam bereit dafür und mein Zimmer sieht langsam mal aufgeräumt aus, dass man das einfach mal machen kann. Und dann passiert noch eine sehr, sehr wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Sache auf diesem Kanal bisher. Und das ist ja im Dezember. Und das haben wir ja alle nicht vergessen. Das ist das Treffen mit Bushido. Auch ich habe es nicht vergessen. Ich habe jetzt vor kurzem erst von Eventim die Karten zugeschickt bekommen, weil ich für meine Gang auch noch 4 Karten gekauft habe, die mich da unterstützen. Das heißt, ein Fotograf, jemand, der filmt. Die Frau, die einfach überkrass wichtig für mich ist und die einfach auch immer da ist, wenn ich irgendwas habe. Und der Herr Kaufmann aus Berlin, der mich bei meiner Vlog-Reise auch mit dem Auto gefahren hat und sich so aufgeregt hat, wie mir die Scheiße am Flughafen passieren konnte. Da ich der Einzige bin, der von Bushido offiziell eingeladen wurde, zum Konzert zu kommen, bin ich auch der Einzige, der da ohne Ticket auftauchen wird. Weil ich finde es auch Katastrophe, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er irgendwie 2, 3, 4 Leute von mir noch einlädt. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch in der Sache ein Ehrenmann ist und sagt, ey, Alter, natürlich gehören die zu dir, die kommen ja auch mit kostenlos rein. Aber ich will einfach nicht davon ausgehen und das als selbstverständlich sehen, dass wenn ich eingeladen werde, ich dann auch noch 20 Mann irgendwie mitnehmen kann. Das finde ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, finde ich daneben. Es kann sein, dass ich jetzt in dem Monat nicht ganz so viel hochladen werde, wie sonst von mir gewohnt seid. Ich bemühe mich aber, weil ich natürlich Vorbereitungen auf diesen Tag treffen möchte, weil ich immer noch nicht genau weiß, was ich mit ihm starte und vieles wahrscheinlich auch auf mich zukommen lassen möchte und einfach noch ein bisschen für mich sein möchte und einfach noch ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm sozusagen auf meinem Kanal genießen möchte. Wie läuft das Ganze ab? Wie würde ich mir das gern vorstellen? Und im Endeffekt wissen wir ja eh nicht, was passiert. Im Endeffekt kann es auch nach hinten losgehen. Im Endeffekt kann es auch viel krasser werden. Ich lasse es einfach mal ein bisschen auf mich zukommen und wenn ihr natürlich Ideen habt, könnt ihr mir die immer noch schreiben. Haut das einfach unter die Kommentare, ihr kennt ja den Spruch. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Allerwichtigste für dieses Video. Und da rede ich vor allem von den Leuten, die super aktiv auf meinem Kanal sind, die immer mal irgendwie was von sich hören lassen, die immer sich Mühe geben, nicht einfach nur einen 0815 Kommentar zu schreiben, sondern wirklich was Cooles rauszuhauen, an was man sich erinnert und wo ich mich freue, dass ich Videos für euch mache und wo ich einfach sage, okay, für solche Investitionen an Zeit und an Mühe und an Hingabe mache ich das auch super gern. Deshalb habe ich mir vor ungefähr einem Dreiviertel bis Jahr, würde ich jetzt mal schätzen, gedacht, dass es eine WhatsApp-Gruppe geben kann, wo die Leute richtig persönlich mit mir schreiben können über Ideen meines Kanals. Als allererste, vor jedem Instagram-Post, vor jedem YouTube-Video erfahren, was ich plane und auch ihre Meinung dazu abgeben können und sagen können, oh, Alex, lass es lieber oder nee, das ist eine geile Idee. Wer Bock hat, in diese auserwählte WhatsApp-Gruppe zu kommen, der kann mir das einfach unter dieses Video mal kommentieren und wenn das eine Person ist, die schon ein bisschen länger am Start ist und wo ich auch weiß, okay, der Person kann ich vertrauen, dann werde ich mit euch persönlich weiterschreiben. Das kann über YouTube sein, ihr könnt mir aber auch direkt bei Instagram oder bei Facebook schreiben. Ich heiße ja überall gleich, das habt ihr hoffentlich schon gemerkt. Und ich nenne jetzt nur mal ein paar Beispiele, die noch nicht in der WhatsApp-Gruppe sind und wo ich mir in den letzten Wochen so dachte, die könnten vielleicht auch in die Gruppe passen. Das sind so Leute wie zum Beispiel Neo, das sind Leute wie Catlin, Clayco oder John. Und da gibt es wahrscheinlich noch hunderte von anderen Namen, aber
das sind so ein paar, die mir jetzt in der letzten Zeit extrem aufgefallen sind, wo ich sage, hey, die nehmen sich immer Zeit und sind mit die Ersten, die da auch kommentieren. Und es ist mir nicht wichtig, ob es die Ersten sind, sondern einfach, dass man die Leute immer irgendwie mal wieder sieht und dass man merkt, okay, man tut das nicht immer wieder für neue Leute, sondern man tut das auch für Leute, die am Ball bleiben und die das Ganze mit dir von Anfang bis Schluss durchleben möchten. Und ich daran einfach merke, ich gehe diesen Weg nicht alleine und das ist nicht alles super anonym und immer wieder mit irgendwelchen Fremden, sondern es ist ein Team, auf das ich mich verlassen kann und die hoffentlich auch fühlen, dass sie sich auf mich verlassen können.